Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu diesem sehr, sehr krassen Video, in dem wir uns mit dem Satz von Picard Lindelöf beschäftigen werden. Warum finde ich das Ganze krass? Weil es uns ziemlich mächtig macht, okay? Wir werden in der Lage sein, mit diesem Satz die Eindeutigkeit und die Existenz einer Differentialgleichung zu bestimmen, okay? Wie funktioniert das Ganze und wie können wir das Ganze in einem Beispiel hüllen? Okay, stellt euch vor, wir haben hier folgende Differentialgleichung hier gegeben. Also dieses Kerlchen hier, dieses y' ist gleich f von xy mit einem Anfangswert. Und diese beiden zusammen, die bezeichnet man ja auch Anfangswertproblem, AWP kurz. Okay, also falls ihr euch wundert, warum ich das die ganze Zeit verwende. In der englischen Literatur wird das Ganze als Initial Value Problem bezeichnet. Sorry. Als Initial Value Problem bezeichnet. Und dann gibt es nochmal das Randwertproblem bzw. Boundary Value Problem. Aber heute nur der Anfangswertproblem. Okay? Wir haben diese Differentialgleichung und jetzt wird von dieser Differentialgleichung verlangt bzw. von dieser Funktion f, dass diese stetig auf d ist. Okay, wir nehmen irgendeine Menge, ich mache mal hier so eine Zeichnung, stellt euch vor, wir hätten hier so eine Menge, die wir als d bezeichnen. Das ist sozusagen d. Und unser f ist stetig auf diesem d. Okay, auf dieser Menge von x, auf x und y. Und hier ist sozusagen euer f irgendwie stetig, okay? Stetig, wie kann man sich das am besten vorstellen, dass die Funktion keine Sprünge oder sowas hat? Also wenn ihr zum Beispiel hier eine Polstelle hättet, dann wäre es auf jeden Fall nicht stetig dort. Gilt zusätzlich dazu Lipschitz-Stetigkeit auf f von d. Also wenn eure Funktion hier in diesem Bereich auch noch Lipschitz-stetig ist, also das heißt, die Ableitungen in y-Richtung nicht unendlich groß werden können, dann gibt es eine eindeutige sowie stetig differenzierbare Lösung für jedes Anfangswertproblem aus d. Also egal, wo ich dieses Anfangswert hier reinsetzen würde, also egal, welchen Punkt ich mir hier anschauen will, für die habe ich überall eine Lösung. Wichtig ist, diese Lösung existiert dann in der Nähe dieses Anfangswertsproblems und heißt aber nicht, dass sie überall dann existiert. Also das ist ein wichtiger Punkt, den man sich vergewissern muss. Und was auch noch wichtig ist, diese Bedingung, also dieser Satz ist eine hinreichende Bedingung. Das heißt, wenn es gegeben ist, dann wisst ihr auf jeden Fall, die Lösung ist eindeutig dieser Differentialgleichung und das ist eine stetig differenzierbare Funktion, die die Lösung ist. Wenn dieser Satz nicht gegeben ist, also wenn die Funktion weder stetig ist noch Lipschitz stetig, dann könnt ihr eigentlich keine Aussagen machen. Es kann sein, dass die Lösung existiert, es kann sein, dass die Lösung nicht existiert. Jetzt wollen wir uns deswegen mal dieses folgende Beispiel anschauen, also y' ist gleich y durch x. Dieses Ding hier kann man relativ schnell lösen, okay? Indem wir zum Beispiel Trennung der Veränderlichen machen. Wir schreiben dy dx ist gleich y dx und dann bringen wir das y hier rüber, das x dahin. Sorry, irgendwas ist heute mit meinem Hals los, aber wir bringen das y rüber und das dx hier rüber. Das heißt also, wir bekommen dy ist gleich dx durch x. Okay, was machen wir jetzt? Wir integrieren jetzt das Ganze und dann bekommen wir ln y ist gleich ln x plus eine Integrationskonstante. Ich mache die jetzt extra mit dem ln rein, dass unsere Formel einfacher wird. Und jetzt müssten wir sozusagen nach y auflösen, indem wir hier unten uns eine Exponentialfunktion vorstellen. Dann bekommen wir y ist gleich e hoch ln x ist natürlich nichts anderes als x und das e hoch ln c ist c. Und dann bekommen wir c mal x, weil eine Summe von Exponential, also im Argument der Exponentialfunktion Produkt von Exponentialfunktionen ist. Okay, also das Ganze hier, ich schreibe es mal hier vielleicht nebendran, ist ln x mal e hoch ln c
das ist hier x, das ist c und dann habe ich das c hier sozusagen nach vorne geschrieben. Das heißt also, die Lösung davon kennen wir und ich zeichne die jetzt mal hier ein in ein Koordinatensystem. Okay, in ein mehr oder minder gerades Koordinatensystem will ich das natürlich zeichnen. So, x und hier y und dann seht ihr, das sind einfach solche Geraden, die durch den Ursprung gehen. Es ist ganz schön schwierig, sowas hier jetzt einzuzeichnen. Okay, gut, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich so einen Krampf hier reingemalt habe. Was ihr seht ist, wenn wir einen Anfangswert hier irgendwo reinsetzen, also dieses Beispiel ist ein sehr, sehr berühmtes Beispiel, wird auch andauernd immer wieder zitiert, also was heißt zitiert, also in Vorlesungen und so weiter wird es meistens hier genommen, weil man hiermit sehr schön sieht, was hierbei schief geht. Also erstens, also bevor wir uns die Lösungen hier anschauen, wollen wir vielleicht mal das Ganze mit diesem Satz bearbeiten, okay? Wir sehen, die Funktion ist, also diese Funktion hier, f, x, y. Okay, was wir sehen ist hier, dass diese Funktion eigentlich überall stetig ist, außer stetig. Also f ist stetig überall im r-Quadrat, außer, welcher Wert ist es? Natürlich für jede Kombination von 0, also von x kreuz r. Also das ist sozusagen die Linie, das ist auf einer Linie, die der y-Achse entspricht. Also ich mache es mal hier so, ist gleich oder entspricht y-Achse. Okay, die ist also überall stetig, außer auf dieser y-Achse. Da bekommen wir sozusagen Probleme. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir hier weiter? Also wir wissen, die ist stetig überall in r-Quadrat, außer hier. Und zusätzlich wissen wir, dass das Ganze hier Lipschitz stetig ist. Wie können wir das zeigen? Indem wir einfach diese Funktion f nach y ableiten. Dann bekommen wir hier natürlich einfach nur 1 durch x. Und jetzt seht ihr, dieses 1 durch x ist sozusagen, solange ich auf einem auf einer Menge bleibe, die 0 nicht enthält, ist das Ganze hier beschränkt. Ist das Ganze hier beschränkt und diese Beschränkung kann ich über L angeben. Sagen wir mal zum Beispiel, wir nehmen r-Quadrat ohne, und jetzt schneiden wir sozusagen aus dem r-Quadrat so ein kleines Stückchen hier raus. Okay, und dieses Stückchen hier, das bezeichnen wir wie folgt. Wir sagen, das ist von minus a bis a, also das ist die x-Koordinate, und das Ganze hier von minus b nach b. Und rein theoretisch können wir das hier beliebig klein machen, aber was wir wissen, auf dieser Menge, und das bezeichne ich jetzt mal als d, auf d ohne dieses kleine Rechteck, also das ist sozusagen das, was wir rausgeschnitten haben, dementsprechend, desto genauer wir an diesen Wert rein wollen, können wir das natürlich immer kleiner machen. Und dadurch können wir auch diesen Wert hier abschätzen. Der kann ja maximal in der Nähe von a sein. Das heißt also, dieser Wert ist hier sozusagen 1 durch a. Und solange a ungleich 0 ist, also das soll ich vielleicht hier auch mal schreiben, a ungleich 0 und b ungleich 0, ist das Ganze natürlich unproblematisch für uns. Also eigentlich b könnte gleich 0 sein sogar, also das mache ich mal hier in Klammern. Das heißt also, wenn wir uns auf diesen, also wir nehmen sozusagen alles außer dieses kleine Rechteck hier aus diesem xy-Koordinatensystem, dann ist das Ding Lipschitz und damit auf, also damit besitzt sozusagen das Anfangswertproblem auf D eine
eindeutige und stetig. War ich ein bisschen zu schnell. Diffbare Lösung. Okay, das ist sozusagen der Zauber, der jetzt hier passiert ist. Wir haben jetzt hier gezeigt, auf D, also und erinnert euch daran, solange wir dieses 0 hier raushalten, besitzt das Anfangswertproblem eine eindeutige und stetig differenzierbare Lösung. Wichtig ist natürlich, dass wir uns versuchen, hier aus dem Punkt hier rauszuhalten. Also wenn wir den als Anfangswert nehmen, dann bekommen wir diese Funktion. Wenn wir das nehmen, bekommen wir das. Und ihr seht, die schneiden sich alle hier im Ursprung des Koordinatensystems. Und hier wird auch klar, warum wir solche Werte zum Beispiel, warum die hier zu Problemen führen. Weil wenn wir zum Beispiel hier diesen Wert nehmen, also 0 und sagen wir mal hier 1, wenn wir das versuchen hier reinzunehmen, dann hätten wir sozusagen die y-Achse, eine senkrechte Funktion. Das funktioniert natürlich nicht, weil wir, wenn wir für x hier in unsere Lösung 0 einsetzen, niemals 1 rausbekommen können, egal was c ist. Also das heißt, also c muss ja eine endliche Zahl sein. Dieses c hier, das muss ja, ist sozusagen Element R endlich. Das heißt also, egal wie wir unser C wählen, es wird niemals diese Punkte annehmen können. Dagegen könnte man hier sozusagen in diesem Nullpunkt, da ist natürlich auch mal interessant, was passiert hier drin, wenn wir uns den Nullpunkt anschauen, 0, 0, wenn wir uns dazu die Lösung mal anschauen, dann, also wir sehen, hier können wir auf jeden Fall nicht diesen Picard-Lindelöf-Satz anwenden, weil der ja nur funktioniert, wenn die Funktion stetig und Lipschitz stetig ist. Jetzt müssen wir sozusagen schauen, was passiert mit der Lösung hier. Und zwar, wenn wir hier c gleich, also x gleich 0 setzen und y gleich 0 ist, dann kann unser c beliebig sein. Okay, was sagt es uns jetzt? Okay, gut, ich habe das euch versucht beizubringen. Also, der Satz von Picard-Lindelöf ist nur eine hinreichende Bedingung, also nicht notwendig. Das heißt, wir wissen dann nichts darüber, also falls wir die Bedingungen dafür nicht erfüllen können, wissen wir nichts, ob überhaupt eine Lösung existiert und ob diese eindeutig ist. Hier sehen wir zum Beispiel an einem exakten Beispiel, zum Beispiel, wenn wir hier diesen Punkt einsetzen, dieses 0, 1, dann sehen wir, es gibt dazu keine Lösung. Weil, wenn ihr das hier in die Lösung mal einsetzen würdet, dann würdet ihr sehen, 0 ist gleich 1, funktioniert nicht. Das ist ein Widerspruch. Aber wenn wir hier den unteren nehmen, 0, 0, dann bekommen wir sozusagen eine Lösung, die für jedes c hier eine Lösung besitzt. Das heißt also, hier in dem Fall hätten wir unendlich viele Lösungen. Viele Lösungen. Okay. Ja, damit wären wir auch schon am Ende. Das heißt, also was sollt ihr hier aus dem Video mitnehmen? Also, um die eindeutige Lösbarkeit einer Differentialgleichung festzustellen, verwenden wir zwei Inhalte. Also einerseits verwenden wir die Stetigkeit der Funktion, um zu sagen, ob überhaupt eine Lösung existiert. Also das war dieses Peano-Existenz, also Peanos Existenzsatz. Dann verwenden wir eine wichtige weitere Eigenschaft, die Lipschitz-Stetigkeit. Wenn diese gegeben ist auf dieser Menge, auf der wir unsere Funktion betrachten, dann ist die Lösung sogar eindeutig. Also sie existiert nach Peano und sie ist sogar eindeutig. Wichtig ist, die existiert dann nicht für gesamten R-Quadrat oder den Bereich, in dem die Funktion definiert ist, sondern es ist sozusagen die Existenz ist nur lokal gewährleistet. Okay? Das ist sehr, sehr wichtig. Die Existenz ist nur lokal gewährleistet. Und wir haben gesehen, wenn der Satz von Picard-Lindelöf oder auch der Satz von Peano nicht anwendbar sind, dann wissen wir, das sind hinreichende, aber nicht notwendige Bedingungen. Das heißt für uns, es kann sein, dass wir eine Differentialgleichung haben, die weder stetig ist, noch sozusagen Lipschitz-stetig ist, aber die trotzdem eine Lösung hat,
Okay, wie wir hier gesehen haben, also die hat zum Beispiel eine Lösung. Hier in dem Bereich für den Anfangswert, für den hier hatten wir keine Lösung. Für diese Punkt hatten wir keine Lösung, aber für den hatten wir sogar unendlich viele Lösungen. Und es kann sogar tatsächlich passieren, dass wir eine eindeutige Lösung bekommen, die auch unendlichfach differenzierbar ist und so weiter. Ja, also das heißt, wir können nur in dem Fall, in dem wir wirklich den Satz von Picard Lindelöf, Peano's Existenzsatz verwenden können, nur in diesen Fällen können wir wirklich auf die Eindeutigkeit und die Existenz einer Lösung mit einem Satz schließen. Ansonsten müssten wir eventuell die Lösung explizit berechnen, um zu schauen, wie die sich verhält. Und dadurch ist natürlich nicht viel gewonnen. Es gibt auch andere Sätze, die andere kompliziertere Bedingungen ansetzen. Für Ingenieure ist, glaube ich, dieser Satz von Picard Lindelöf das Wesentliche. Okay? Das wäre schon von meiner Seite gewesen. Ich bedanke mich bei euch. Macht's gut und ciao.